Namen des Organisationskomitees begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Elian Antonia Maurer. Ihr werdet mir noch öfters begegnen über die nächsten 1,5 Tage. Wir freuen uns insbesondere, können wir endlich mal wieder vor Ort mit Leuten, mit Gästen, mit Teilnehmerinnen eine Veranstaltung machen. Ich werde mich eher an Organisatorisches halten. Ich werde jetzt hier keine große Eröffnungsrede schwingen, weil das Inhaltliche, das wird in den nächsten 1,5 Tagen hier auf den verschiedenen Bühnen im Volkshaus stattfinden. Als erstes ein kleiner Hinweis. Ihr habt alle so einen schönen Badge bekommen und der hat zwei verschiedene Lanyards. Die Helferinnen haben einen grünen und für alle Teilnehmerinnen, die können sich aussuchen, ob sie fotografiert werden möchten. Und weil ich eh jetzt die ganze Zeit etwas auf der Bühne stehe, habe ich einen schwarzen genommen. Und Personen, die nicht möchten, dass man Fotos von ihnen macht, die haben einen weißen Lanyard. Wir haben einen Fotografen vor Ort. Er wird das berücksichtigen und wird auch Bilder löschen, wo Personen mit drauf sind, wo einen weißen Lanyard zu sehen ist. Wir bitten aber insbesondere auch alle Teilnehmerinnen, die hier jetzt Fotos machen und auf Social Media teilen, dies zu berücksichtigen. Das ist eine Entscheidung, wenn ich fotografiert werden möchte, das möchten wir respektieren. Für den Austausch während diesen 2 Tagen steht einerseits der grüne Saal bereit, und auch das Foyer. Das Foyer wird wahrscheinlich erst morgen auftun und dort gibt es ganz viel Möglichkeit zu sitzen, etwas zu essen und sich auszutauschen. Wir haben aber auch die Möglichkeit von Self-Organized Sessions. Die kann man buchen. Auf der Webseite gibt es dazu einen Link, wo man sich eintragen kann, wenn man einen stündigen Workshop zum Beispiel anbieten möchte. Und dann kann man im grünen Saal diesen Workshop abhalten. Ich möchte euch auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir am Samstagabend im gelben Saal Lightning Talks durchführen. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Und Lightning Talks, das ist dazu da, dass man innerhalb von 6 Minuten seine Idee teilen kann. Und dafür bräuchten wir Anmeldungen. Die kann man bis morgen Mittag senden und die E-Mail-Adresse kann ich jetzt nicht auswendig, aber die gibt es auch auf der Webseite unter Infos. Dort unter Lightning Talks ist die E-Mail-Adresse vermerkt, wo man sich hinwenden kann, wo man auch die kurze Präsentation als PDF dann hinschicken kann. Und alle Infos zum Lightning Talk findet ihr auch auf der Webseite. Dann werden wir in Kürze auch unseren Merch-Stand eröffnen. Wir haben noch schöne schwarze T-Shirts mit dem Logo der digitalen Gesellschaft. Die kann man beziehen am Infodesk. Sobald es etwas ruhiger wird und die meisten Leute eingecheckt sind, kann man dort auch T-Shirts kaufen. Etwas anderes, was man auf dem Badge auch findet, ist der QR-Code zum Programm und unten dran das WLAN. Wir haben kein Passwort, man kann sich einfach einwählen auf Winterkongress und das nutzen. Es ist auch der Hashtag vermerkt. Wer jetzt über den Winterkongress und die Vorträge berichten möchte, kann das tun mit dem Hashtag Winterkongress23. Und wer uns schon heute Abend wieder verlässt, wer den Badge nicht mit nach Hause nehmen möchte oder nur Teile davon, darf das gerne auch am Infodesk wieder zurückgeben. Ja, ich glaube, soweit habe ich für heute alles gesagt. Ich wünsche viel Vergnügen bei den Vorträgen. Wer jetzt sich entscheiden musste, wo gehe ich hin, welchen Saal, aber eigentlich würde mich das auch noch interessieren. Wir zeichnen auf. Das heißt, verpasste Talks können in ein paar Wochen über MediaCCC und auch über YouTube, über den Kanal von der digitalen Gesellschaft nachgeschaut werden. Jetzt gibt es eine kurze Umbaupause und dann geht es gleich weiter mit dem ersten Talk im Weißen Saal.